Danke dir. Danke für deinen Support. Ich würde es lieben, Yone zu sehen, Tolkien. Ich würde gerne Yone spielen, wenn du mir sagst, was ich machen soll. Weil, was ist an Yone neu? Was ist da interessant dran? Kann auch legit nichts Neues machen auf Yone. Nicht ein neues Item, nichts. Also ich kaufe da einfach dann Shieldbow, Mortal Reminder oder einfach ganz normaler E-Second. Warum ist Yone interessant, weißt du? Tank Yone? Hardsteel Yone. Danke dir, Zinfrock. Willkommen. Danke dir. Kann man auf Yone Navori bauen? Du kannst, aber es ist halt sehr scheiße, ne? Das Item scaled ja mit deinen Fähigkeiten, aber Yones Fähigkeiten scalen eh mit seinem Cooldown durch Attack Speed, also brauchst du keine Ability Haste. Oh, ist das heiß! Oh mein Gott, ist das heiß! Meine Thermoskanne ist ja so OP. Ich habe den Tee vor 6 Stunden aufgebrüht. Und ist immer noch heiß. Oh mein Gott, mein armer Mund. Oh mein Gott. Honestly, wenn ich nicht im Stream gewesen wäre, hätte ich es einfach ausgespuckt, glaube ich. Das war einfach zu heiß. God damn it. Das war gar nicht gut. Das ist der Sinn dabei. Ich weiß, dass der Sinn der Thermoskanne ist, aber ich bin da trotzdem dumm. Passiert den Besten, aber auch den Dümmsten, in dem Fall mir. Boah, das tut weh. Ey, danke dir, ich Hexe, du Lappen. Vielen Dank für den Zappmann, willkommen. Danke dir. Wolibear mit Heartsteel. Hat Wolibear irgendein Bonus-HP-Scaling? Vicky Wolibear. Ich meine, seine W könnte Bonus-HP-Scaling sein. Ja, seine W macht Schaden vom zusätzlichen Leben, Bonus-HP und auch, warum ist es auf Deutsch, keine Ahnung, aber egal. Und der Heilungspart ist fehlendes Leben. Seine E scaled mit Max. Ja, okay, können wir machen. Ich sehe nicht, warum es besser sein soll als Shen oder Set mit diesen Spell. Also mit halt Hardsteel. Aber Wolibear ist ein cooler Juggernaut, der nicht so oft gespielt wird und den können wir gerne spielen. Sure. Hätte eher an sogar Wolibear mit Frostfire gedacht, ne? Weil Wolibear mit Frostfire habe ich bereits einmal sehr stark in Aktion gesehen. Das wirkte auf mich auch eindrucksvoll. Was sind so Wolibears Base AD Level 12? Level 13 machen wir lieber. 92 Base AD. Was ist so ein klassischer Base AD Champion, wenn wir jetzt Jax nehmen auf Level 13? 104. Ah. Was ist Fioras Base AD? Bam, 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 bam. Frostfires, Iceborne Gauntlet, Skarner. Skarner hatte, glaube ich, den zweithöchsten Base AD in League of Legends, ne? Ja, den zweithöchsten und den höchsten als Champion, aber theoretisch den zweithöchsten hinter diesem Champion hier. Wenn er mega nah ist. Aber er ist ja nicht so oft mega nah, dann hat er natürlich viel höheren Base AD. Aber er ist ja nicht permanent mega nah. So, ja, wurde was du gesagt. Sieht hier absolut trash aus als Champion. Ist auch geblindpickt, aber weißt du was? Oder war rein da. Ich habe ja gestern ein Frostfire Wolibear mit Tam verprügelt. Na ja gut, das ist ja auch sehr dumm, wenn er gegen Tam Kench Iceborne Gauntlet kauft. Das gibt ja keine MR mehr. Du brauchst quasi 50 Rüstungen, 0 MR gegen Tam Kench. Dann solltest du verlieren, klar. Ey, da der Suxku. Vielen Dank für den Zappmann. Danke für den fünften. Denke an Mana Flow und Presence of Mind, sonst gehst du um. Na gut, also, man muss sich ja vor Augen führen, meine Mana-Probleme der letzten beiden Games waren beide meine Luxus-Probleme. Weil das Problem war halt basically, dass wir einfach die ganze Leute gekillt haben und Türme nehmen konnten und Minions nehmen konnten, deswegen war ich halt permanent auf der Map. Sonst hast du keine Mana-Probleme, wenn du nicht so stompst. Das war wirklich ein Luxus-Problem. Ich habe eigentlich Lust, eine Vayne's Thunder zu gehen, wenn ich Cho'Gath sehe. Dann nehme ich ihn. Ich könnte einfach Hardsteel Blade kaufen. Oh! Hardsteel Blade! Ich brauche Legend Tenacity, though, no? Ach komm, Mercs reichen.
Wir gehen einfach Hardsteel into Blade und dann gehen wir Side Nail mit Hullbreaker, drittes Item. Dann haben wir 20 Ability Haste, wir machen bap 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 und dann gehen wir Hybrid Volibear. Hardsteel, Blade, Hullbreaker, Nashor's Tooth. Und dann bap 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 und wir werden Shogun auseinanderpflücken mit Blade. Und dann will er Armor kaufen, aber dann kaufe ich Nashor's Tooth und counter ihn damit. Boah, ich bin der klügste Mensch schon wieder, Mann. Ja, das klingt sehr geil. Wir müssen wahrscheinlich Nashor's als drittes Item gehen, sonst kauft er, er wird so oder so. Ich meine, er sollte wahrscheinlich Hardsteel rushen, damit er stacken kann. Und dann sollte sein zweites Item immer Thornmail sein. Damit ich mich nicht hochheilen kann mit W die ganze Zeit. Unabhängig von Blade, unabhängig von Divine Sandra. Probably, probably true. Hi Talking Loy, was sollte man aktuell deiner Meinung nach auf Garen Gaming kaufen? Garen Gaming solltest du exakt so spielen wie vorher. Es hat sich nichts geändert für Garen. Rush Stridebreaker, geh Black Cleaver gegen Tanks, geh Mortal Reminder gegen Squishies, die sich heilen, Aatrox, Fiora, Irelia etc. Und spiel Garen exakt gleich. Drittes Item, Deadman's Blade, viertes Item, mehr Damage oder Frozen, Force of Nature etc. Spear of Chojin auf Garen habe ich schon probiert, war jetzt okay, war nicht überwältigend stark. Ist der exakt gleiche Champion, honestly. Nichts geändert. I apologize. Wow. Tatsächlich wurde Garen natürlich sehr hart genervt, weil er jetzt so schlecht counterjungeln kann, ne? Die Länder kriegen ja weniger XP von Monstern, noch weniger Gold von Monstern und die Monster sind schwerer zu nehmen. Das heißt, Garen kann deutlich schlechter counterjungeln, was ein fetter Nerf für den Champion ist und seinen Playstyle. Als Items haben sich null verändert, aber die Jungle Creeps haben Garen sehr wehgetan, definitiv. But now I still learn. Was trinkst du? Das ist der gute alte Kamillentee, den ich trinke. Ich habe leider keinen Salbertee im Haus gehabt. Muss ich mal einkaufen gehen demnächst. Ich habe auch fast meine kompletten Teevorräte aus Korea aufgebraucht. Da haben wir so wilden, wir haben so Tee gekauft für uns, der, wir waren auf so einem Markt mit Agurin Freddy und also so eine Einkaufsstraße basically und der Typ konnte so, der war super sympathisch. Konnte aber nicht, oh, was, der Counter-Junk? Level 1? What the fuck? Na gut, dann viel Spaß. Und der hat uns so wilde Dinge aufgeschwatzt. Irgendwelcher Tee aus einer 5000 Jahre alten Eiche, die verbrannt ist oder so. Uns ganz wilde Dinge erzählt. Das war so witzig und so sympathisch irgendwie, weil er hat uns seine Frau dazu geholt, die hat dann auch auf Englisch versucht zu reden mit uns. Und seine Mutter kam dann auch noch rein. Und es war mega sympathisch. Da haben wir uns alle so Teetassen gekauft. Und Tee haben wir uns auch gekauft. Und ja, meine Vorräte sind beinahe aufgebraucht. Nicht mehr viel von übrig. Meiner 1000 Jahre alten Eichentee. War bestimmt alles wahr. Ja, das Ding war, es war uns eigentlich komplett egal. So. Auch wenn er uns eingelogen hat, who cares. War eine lustige Experience und der Tee war lecker. Also, warum soll er nicht die Wahrheit gesagt haben? Who knows? Whatever. Doesn't matter. War lustig. Schöne Erfahrung. Ich bin immer so sauer auf Argon. Das war quasi das erste Mal, dass wir Argon aus einer Höhle bekommen haben. Was ein und einzige Mal, dass wir Korea erkundet haben zu dritt. Das einzige Mal. Wir waren einmal zusammen Party machen an dem Abend, bevor wir nach Busan gefahren sind. Zum MSI-Finale. Und es war quasi der eine Tag, wo wir in Seoul gemeinsam unterwegs waren. Und da meinte Algorin, dass er diese Touristenaktivitäten voll Spaß machen. Warum haben wir das nicht früher gemacht? Like, der Mann, ne? Der hat es einfach straight in mein Gesicht gesagt. Ja, no joke, es macht Spaß. Wenn wir ein bisschen mehr von dem Land sehen können und der Stadt. Wer hätte das erwartet, ha? Voll geil, wa? Hat Spaß gemacht, ha? Ja, geil. Danke, Bro. Ich weiß noch, Freddy war auch sehr, also wir waren halt beide amüsiert sauer, basically. Auf diese Aussage von dem jungen, des jungen Mannes. Aber witzig, war witzig. Da haben wir noch andere Sachen gekauft. Das war auch so geil. Wir wollten unbedingt unseren Eltern was mitbringen aus Korea. Und, dann haben wir einfach, wir wollten einfach irgendwie so, was bringt man seinem Vater mit aus Asien? Ein Messer. Also wollten wir Messer kaufen gehen. In Korea gibt es aber keine Messer. Die schneiden alles mit einer fucking Schere beim Essen. Legit, wenn du Korean Barbecue essen gehst, dann es gibt keine Messer, es gibt nur Scheren. Und dann haben wir uns einfach in fucking Korea ein japanisches Messer gekauft, allesamt für unsere Väter. Voll witzig. Mega nice. Gutes Geschenk. Frisch aus Korea, ein japanisches Messer, wer kennt's nicht?
War sehr amüsant. Sehr amüsant. Aber mein Vater meinte, das Messer ist nice, da so alles entspannt. Oh, Gucci. Gebuffert den Scheiß, Bro. Was juckt mich deine Scheiß weh? Ich bin ready. Deine Q nicht weh. I feast on your heart. Ja, wir rushen einfach Arzt, ne? Wir wollten das Item kaufen. Those were the days. Also müssen wir es rushen. Kein Kaldi. Ich hatte auch Bock auf Kald oder Dorans Ring oder irgendwie sowas. Wir wollen hier schnellstmöglich Hardstyle haben. Um, ja, möglichst früh zu stacken, ne? Darum geht's ja hier. Bei diesem Show, bei diesem Vodibear-Gameplay, was uns jemand vorgeschlagen hat aus dem Chat. Und fairerweise, das gibt ja auch Sinn. Der Vodibear kriegt kein Leben for free. Anders als Show oder Sion. Das heißt, das Item zu kaufen ist nicht komplett Overkill, wie auf Show oder Sion. Deswegen haben die auch so niedrige Winrates. Aber ich scale sehr gut mit Leben. Denn sowohl meine W als auch meine E scaled mit Leben. Bonusleben. Mein Ultra da nicht. Und meine E da. Mein E, das scattert das Shield, of course. Right? Ja. Also ein bisschen ähnlich wie Sejuani. Wo es ein bisschen schlechter war, obwohl ein schlechterer Champion ist als Sejuani. Ja, wir wollen uns zu dritt, sonst haben wir nicht genug Damage, liebe Lulu. Ich bin ein Giant-Spell-Wolibear. Das beschadet mich jetzt nicht, wenn Churab mich nicht zurückweitet. Aua. Ist in mein Herz. Mal alle Minions bekommen, chillig. Danke, Passive. Ob wir hier Demolish auslösen dürfen. Wo spiele ich eigentlich Demolish und nicht Guild Bash? Weil er guess, ich kann was scalen lassen mit Hardsteel. But it's too late. Wir müssen versuchen, gegenseitig zu autospacen. Die Tank da. Die Tank-Battles. Warum nicht Iceborne first? Warum sollte ich 50 MR gegen Cho'Gath kaufen? 50 Rüstung, sorry. Ich brauch doch keine Armor gegen Cho'Gath. Gib mir 0 MR das Item. Sehr bad. Sehr, sehr schlecht. Gegen was ist wohl gut auf der Top? Gegen einige Juggernauts und Bruiser kann man ihn picken. Ich habe ihn in der Vergangenheit sehr oft gegen Irea gepickt, da hat er Potenzial, sie einfach zu besiegen mit Stats. Gegen einige Tanks kann er aber auch gewinnen. Hier zum Beispiel Cho'Gath, aber ich meine, wer gewinnt bitte nicht gegen Cho'Gath? Ja, das war es eigentlich schon fast. Vodibear ist jetzt nicht der beste Topliner. Er ist auch ganz gut gegen Trundle. Nehmt mal Trundle Topline blind pickt in deinen Games. Er ist ganz okay gegen Garen, aber macht dich wirklich irgendwas Besonderes. Garen kann ihn bloß nicht all in, basically. A thousand scars. What is one more? Ist das wirklich mein Freund? Ich darf dich gleich, das ist ja klar, ne? Bob. Interessanter Trade, den Cho'Gath eingehen wollte. Leider hat mein Ult gerade so überlebt, hat ihn einfach alleine gekillt, aber. Ja. Wir haben Hardstyle in Base. Wenn wir das Plating nehmen und unser Item verkaufen. Wir haben auf jeden Fall ein kleines Königreich bereits errichtet auf Top Lane. To the floor. Sehr nice, die nächste Woche wollen wir nicht anfassen. Dann können wir auch die Wave bouncen lassen und wir haben Hardstyle in der Basis. Wir können also anfangen zu stacken. Deutlich vor Cho'Gath, mit anderen Worten, wir werden deutlich mehr Stacks kriegen. Früher als er. Jetzt wollen wir Hybrid-Vodibear spielen. Das war der Call. Wir gehen jetzt Hardsteel. Mercs. Wir brauchen Mercs. Wir haben Null Tenacity. Wir spielen gegen Valga, Kiana, Yumi und Cho'Gath. Wir brauchen Mercs. Und dann gehen wir Blade.
Und dann gehen wir Nashor's Tooth. Und dann gehen wir Gargoyles. Und dann gehen wir vielleicht noch Heilbreaker, wenn es gerne so lang gehen sollte. Was macht das Item? Du kannst ab jetzt quasi einen gegnerischen Champion stacken, ähnlich wie du einen Turm mit Demolish stacken würdest. Und dann ihn einmal Auto-Attack und dann kriegst du permanent Leben dazu, abhängig von deinem HP-Pool. Kriegst du permanent Leben dazu. Das heißt, du kannst auf ab komplett wilde Nummern kommen. Sowas wie 10.000 HP ist möglich, aber ist natürlich nicht stark. Dann siehst du dieses rote Auge da in seinem Kopf. Das ist, was wir auslösen wollen. Ich weiß nicht, ob man es zulässt, aber ich sage danke. Es ist nicht so leicht, auf ihn raufzukommen, wenn er Boot spielt. Wenn ich keine habe. Aber es geht alle 30 Sekunden, kannst du einen Stack kriegen und dann dich einfach permanent hochstacken in deinem HP-Pool. Du siehst ja, ich bin aktuell bei 25 Bonus-HP, die ich darüber bekommen habe. Voll toll, die bleiben jetzt fürs gesamte Game. Das geht halt alles rein mit meinem Overgrowth, mit neuen Items, die ich kaufe, kriege ich größere HP-Werte von dem Item gut geschrieben. Mein W-Scale damit, mein Shield-Scale damit, das ergibt schon irgendwo Sinn, aber die meisten Tanks, die dieses Item kaufen, haben sehr schlechte Winrates. Cho'Gath ist einer davon. Denn dieses Item wird schon sehr leicht gecountert von halt Blade of the Rune King, Divine Thunder und anderen Effekten League of Legends, die mehr Damage machen, wenn du mehr Leben hast. Sei es Lord Dominic, sei es Fiora, sei es Zed, Chen Q, Weiwei, you name it. Eine Menge Möglichkeiten dagegen zu spielen. Unter anderem auch Cho'Gaths E, denn Cho'Gaths E macht prozentualen Magic Damage abhängig von deinem Maximum Leben. Das heißt, seine E ist gerade das, was mir Schaden zufügt. Und ja, ich habe halt 800 Leben, also hat eine 800 Leben gekauft, allein durch das Item. Mit anderen Worten, er macht sehr viel Bonusschaden über seine Vorpal Spikes, wie das Spell heißt. Cho'Gath E. Ich dachte, er würde Q'n fürs Baiten. Scheiße. Ich wollte ihn danach diven, wenn er keine Q hat. Oh, das war echt. Ich meine, es war nicht wirklich close, aber ich habe wieder gedacht, ich würde ihn killen. Der war nicht tot. Ja, ich meine, er hat aber gar nichts an Power Spike. Ich habe alles, also er kann nichts machen. Der Hardsteel und mein Champion Skate mit Hardsteel, so wie Sejuani damit scannen würde. Ja, als Faustregel wollte ich immer merken, das war auch schon immer mit Sion und Cho'Gath so, dadurch, dass die beiden Champions halt so viel Leben for free bekommen, wollen sie kein Leben kaufen. Ja, du brauchst der Löwen, welches dann durch Armor und Rüstung, durch Rüstung und Magic Resistance quasi untermauert wird. Wenn du einfach nur stumpf Leben kaufst, dann macht das nicht so viel. Und Cho'Gath mit Ult und Sion mit W kann halt so viel for free stacken, dass einfach scheiße ist. Während sowas wie Sejuani und Volibear oder Mundo, die scannen insane mit Leben. Aber sie haben keine Chance, Leben for free zu kriegen. Also ist Leben kaufen auf den Champions besser. Was haben wir gesagt? Blade kaufen, ne? Rein da. Bei 77 Bonus HP durch das Item an sich. Das ist nicht so bad. Wird noch höher werden. Wir haben es halt sehr früh gekauft, weil wir viel Gold hatten. Overgrowth gibt uns aktuell 131 Bonus HP. Auch das Geld ja damit. Das ist für unser letztes Plating-Spielen. Ich bin eigentlich ungankable. Wenn wir Ult haben, ohne Ult bin ich definitiv gankbar. Aber wir sehen den Graf da gerade mitnehmen. Okay, wir wollen die Minutes sterben lassen. Wir wollen nicht sofort den Turm nehmen. Man hat schon gerade möglichst viel verliert. Dann müssen wir auch nochmal mein Item auslösen. Ich habe eine Tiefer Story bekommen und nicht ich, aber mir egal, ich hab eh genug gehört. Ich krieg da Diana das Bonusgold auf Botlane und nicht ich auf Toplane. I don't know, I don't care, that's fine. Und quasi noch eine ganze Wave von einem Melee mit den sterben lassen, die jetzt alle nicht bekommen hat, weil wir den Turm nicht sofort genommen haben. Da, wenn wir First Turret oder Plating Setten kriegen müssen, dann wäre es wichtig gewesen, aber auch dieses Game ist ja schon wieder zu Ende, also. Ja. Wenn ich wirklich unseren Hybrid-Volibear testen. Aber immer ein Hardsteel haben wir gekauft. Auch was wert. Ja,
I am the storm. Also auf jeden Fall stellt er mit Demolish gut mit rein. Mit meiner Bonus HP. Hast du meinen Push, da wirst du keinen Schild mehr Schaden actually. Wir können eigentlich auch gleich Nature's Tooth kaufen. Warum? Also Blade ist. Oh, was das ist? Blade ist wahrscheinlich schon besser, weil wir halt ein bisschen. Lebensstwert vertragen können gegen Cho'Gath später. Seine HP-Werte natürlich auch groß sein werden mit seiner Ult und Fahrtstil, wenn er es irgendwann mal fertig hat. Damit baut er die ganze Zeit darauf und hat einfach kein Geld, das auszubauen. Ich bin schon lange damit fertig. I'm sorry, Bro. Life is rougher. Aber leider ist gut gegangen. Dann haben wir einfach die Splitbush-Werte mal bap den Turm slappen und dann irgendwann Gargots kaufen für Arme und MR und dann Peng Stonks. Ja, aber auch nicht wirklich Barmys. Wie heißt das Item von Perksafter? Recurve Boost natürlich das Wichtigste von den Items, die ich kaufen kann, aber Pickaxe ist besser als von Prick. Gerade auch für die Slot-Effizienz gerade. Kann man Nashas into Demonic kaufen? Das geht doch auch mit Bonus-HP. Ja, Demonic ist auch nicht schlecht gegen Cho'Gath, aber ist ein durchaus schlechterer Tank-Shredder als Blade natürlich, ne? Eher ein Tank-Item Demonic. Was ich auch hier scannen würde. Wenn du wirklich so willst, kannst du auch meinetwegen auf Woodybear Demonic und Satanic Hydra gehen und einfach nur Leben kaufen, aber ist einfach schlecht. Du willst schon Resistenz noch haben. Also mein Bild ist jetzt ja auch nicht gut, wenn ich jetzt hier Blade und Nashas gehe, bin ich auch ein bisschen am rummimen, aber ich habe halt so gesnowboard, ich kann machen, was ich will diese Runde, denke ich. Wir haben es ja auch schon wieder gewonnen, also. Ein Team gewinnt, ich gewinne. It's over. Oder wäre es ganz geil, wenn wir jetzt noch ein bisschen was sehen könnten von Blade-Action auf dem Bären und dann Nashas Tooth und dann Gargoyles und dann Stonks. Weiter Weg bis dahin. Wir sind bereits am Ende in Midlane, kann das sein? Ja, der hat auch Hardstyle gekauft und auf ihr ist es wahrscheinlich besser als auf mir, aber sie ist jetzt später erworben. Als zweites Item, nicht als erstes. Im Allgemeinen denke ich, das ist einfach, das ist so ein typischer Fall von, das ist ein Tank-Item, das auf Busan besser ist als auf Tanks. Ist schon so oft passiert in League of Legends. Mit 10-mal mit Iterationen von Sunfire Cape, mit fucking Thornmail, mit so vielen Items ist das schon vorgekommen. Ich hätte nicht aufgepasst, warum seid ihr alle hier? Oder fuck, warum sind 5-mal Top-Lane? Wo kommen die her? I didn't see. My bad. Das ist nicht gut. Danke dir. Oh, Jacob. Willkommen. Danke dir. Merkst du euch was von den XP für Top Lane? Nicht wirklich, nee. Weil es war doch nur 2%. Ist jetzt nicht insane. Aber das ist auch natürlich absolut gebiased von mir, diese Aussage. Weil diese Games, die wir haben, sind halt so snowbally, dass... I don't know. Ich weiß nicht mal, ob irgendwas hier Aussagekraft haben kann. Der Field ist sehr, 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 sehr snowbally in der Preseason. Also wenigstens für 2 Wochen oder so Tragkraft. Wir haben 3000 Leben und wir haben Blade. Übrigens, Nashas Tooth ein bisschen Overkill, aber das Ding ist halt meine Passive Scaled mit AP. Und gibt mir mehr Attack Speed, wenn ich mehr AP habe. Ist schon ganz lustig. Also Nashas Tooth für das und danach Tank Stats, Gargoyles oder so. Wir haben genug Leben mit Hardsteel, dass sich Gargoyles lohnen wird. Und Cho'Gath will keinen Spaß haben gegen Blade oder Rune King. Kann ihn komplett zerbersten, wenn er jetzt hier Hardstyle hat. Ich würde gerne mal Cho'Gath treffen, einfach Auto-Attacken. Mit Blade. Der Wolibert hat ja so gesehen 2 Auto-Attack-Resets, ne? Seine W ist ein Auto-Attack, also löst Treffereffekte aus, also seine Q ist ein ganz normaler Auto-Attack-Reset, das heißt. Damage ist da. Verstoppt? Boah, lass dich doch bitte einfach Auto-Attacken. Das Game ist doch zu Ende. Lass mich Damage testen. Und wie viel Damage Blade in dem einen Fight gemacht hat. Blade hat in den 4 Auto-Attacks gegen Wolibear 800, gegen Cho'Gath 840 Damage gemacht. 840 Twitch Jets. In irgendwie 4 Auto-Attacks oder 5. Wie viel auch immer das gerade war. Ja, viel Spaß, wenn ihr Hardstyle kauft gegen Boozer Champions. Ich meine, Wolibear mit Blade. Stell dir vor, spielst gegen Rhea mit Blade. 840 in dem Fight. You.
Und auch zweimal Hardzell ausgelöst. Auf Weigel und auf Graves. Nicht bad, nicht bad, nicht bad. Nicht bad. Wie viel Damage war's? Das ist crazy. 1409 nochmal. Ja. Wir gehen einfach jetzt, wir gehen weiter, wie gesagt, für irgendwelche random Scheiße. Gib mir Nashas Tooth. Es ist lustig, rein da. Rein da! Skinny Jeans. I got the means. The way the world runs. Das sind Doubles dann nicht. Die werden einfach top DP. Honestly, fuck diese Fights. Ich will einfach Cho'Gath fighten. Ja, wir werden bald sehr viele Attacks mit haben. Jetzt schon bei guten Werten, aber mit Nashas Tooth ist nochmal krasser. Dann haben wir einfach auch so viele Breach-Schaden, ne? Dann haben wir Damage physischer Natur von Blades, von W, Hardsteel. Passive von Nashas machen den magischen. Bleib doch stehen, Yumi Grace. Könnt nicht denn drinnen. Katze, lass dich beißen, hast du noch keinen Hardsteel-Stack gegeben. Katze! Warum ultet er mich? Von allen Champions, die du ulten kannst, warum ultest du den Woolibear? Mit 3400 Leben. Why? Na, aber genau so eine Item-Kombination ist halt einfach wahrscheinlich die beste Hardstyle-Kombination. Also nicht auf einem Tank wie Woolibear, auf einem Bruiser wie Diana. Kauf dir diese Bruiser-Items, Nashas Tooth, Blade, was auch immer. Und dann dazu Hardstyle. Und das ist, klingt am stärksten aus meiner Sicht. Kann ich es trotzdem am besten auf Top-Lane, das zu spielen. Weil du dann am schnellsten Hardstyle auslösen kannst, natürlich im Early Game bereits, wenn du es früh kaufen darfst. Durftest du so wie ich diese Runde. Aber ja, Tanks selbst, die schon Leben haben, brauchen nicht noch mehr Leben. Es sei denn, sie scalen mit Leben wie Sejuani oder sowas, dann natürlich geil, aber. Oh. Cho'Gath und Ornn. Cho'Gath und Zaun sind auf jeden Fall wasted mit dem Item, I think. Wasted. The way the world runs. Eat. The storm gathers. But I remain, oder irgendwie sowas. Meins könnte auch gut auf Shen sein, ja klar. Shen ist einer der besten Hearts der Champions, weil seine Passive und sein E damit scaled. Yeah, Shen ist auch der einzige erfolgreiche Tank aktuell. In der Einzelwarteschlange, wenn du Windrate betrachtest. Ja, ich will nicht enden. Damit eigentlich ist es auch langweilig. Wenn wir jetzt schon Nashas hätten, könnten wir so viel Schaden auf die Türme machen. Das wäre echt witzig. Nö, da ist jemand TP'd. Und ihr habt doch keine Gegner mehr dort, also. Kann wahrscheinlich den Turm nehmen gegen Cho'Gath Dübel, dann sterbe ich danach, da habe ich keinen Bock drauf. Hat Nash. Am liebsten farmen, bis ich Nashas habe. Ja, also ich weiß nicht, wie komme ich, brauche 300 Gold. Und dann kann ich den Pot verkaufen. Ja, natürlich Backup, sonst kann ich nicht einfach runterrennen, aber ich komme einfach nur Hardstyle und renne weg, weil er natürlich nicht allein ist. Auf der Wave. Ich will, dass die Wave debufft ist, damit er die Wave pushen kann, damit ich seine Wave farmen darf. Bewusst quasi weggelaufen, um die Wave danach zu farmen. Boom, I am the storm. Warum holst du mich, Arschloch? Ich hab noch kein Hardset ausgelöst, auf keinen von beiden. Lass dich beißen. Cho'Gath. Ach komm, warum FF? Ich hab jetzt mein Power Spike. Ach come on. War ready zu TP'en in 4 Sekunden und ihn zu slappen. Boah. Ja.
Ja, aber aus meiner Sicht ergibt es am meisten Sinn, also auf Bruisern oder zumindest auf Juggernauts, die du als Bruiser spielen kannst, wie zum Beispiel Volibear. Volibear ist ja so ein Mix aus Tank und Juggernaut. Auf solche Champion ergibt es am meisten Sinn, Hardsteel zu kaufen. Zed zum Beispiel hat damit auch ganz lustig ausgesehen. So ein typischer Juggernaut halt. Ansonsten auf Tank selbst. Kommt natürlich ein bisschen auf den Tank an. Chen ist ja auch kein traditioneller Tank. Mit dem ist Hardsteel gut, auf Sejuani auch. Aber, ja. Über Sion und Joe habe ich jetzt genug geredet. Reicht auch langsam mal. So, war ein schönes Game. Natürlich haben wir überall gewonnen. Ich hoffe, wir einfach 1v1 Hops nehmen können. Der Champion ist schlichtweg besser. Wir haben gut geflasht gegen seine Qs. Und ihn aufgefressen. Guten Schaden mit Blade ausgeteilt. Einfach Leute, einfach Türme und Champions gittert, ne? Der Splitpusher hätte noch Heilwerker kaufen können als drittes oder viertes Item, aber wow. Nashas war lustiger. Ey, deine Kuh.